in der Hand habe ich das neue iPhone XS Max von 2018 und in der Hand habe ich das iPhone X von 2017. Zwischen den beiden Handys, auch wenn man es nicht direkt sieht, steckt ein Jahr technologischer Aufwand. Aber merkt man es letztendlich auch wirklich, wenn man die beiden Handys hat bzw. testet? Das finden wir in diesem Video heraus. Viel Spaß! Ganz genau möchte ich bei diesem Video auf die Kameras eingehen, ob sich es wirklich lohnt, vom iPhone X auf das XS bzw. XS Max abzugraden. Was einem als erstes erstmal auffällt, ist gar nichts, denn äußerlich sehen die beiden Kameras genau gleich aus. Natürlich ist diese Kamera ein bisschen größer bzw. guckt sie ein bisschen mehr raus, was aber nicht besonders störend ist. Wenn wir mit den äußerlichen Facts fertig sind, können wir direkt auch mit den inneren starten. Das iPhone XS hat einen größeren Sensor als das iPhone X und eine Blende von 1.8. Das heißt, man schafft auch mit dieser Kamera ein natürliches Bokeh. Gerade wenn man zum Beispiel näher an ein Objekt rangeht, schafft man es aber auch wie beim Vorgänger, einen natürlichen Bokeh-Effekt zu erzeugen, was wirklich sehr nice ist. Wenn wir bei dem Teleobjektiv weitermachen, dann hat sich da gar nichts verändert. Es hat nicht mehr irgendwie einen neuen Sensor oder irgendwie ein neues Objektiv. Es ist wirklich 1:1 die gleiche Kamera. Was aber nicht unbedingt ein Nachteil ist, wenn sie sich nicht optisch verändert hat, denn sie haben sehr viel in der Software gemacht. Man merkt ganz klar, dass die Kamera wirklich überzeugt, dank der Software. Da stellt sich mir die Frage, hätten sie nicht einfach in das iPhone X die gleiche Technik auch einbauen können? Das heißt letztendlich optisch hat sich nicht viel verändert und trotzdem sind die Bilder wirklich merklich besser. Denn das iPhone XS verfügt über eine ganz neue HDR-Technologie. Denn diese Technologie ermöglicht, dass man auch wirklich bei sehr viel Sonnenschein immer noch den Himmel sieht. Und nicht irgendwie, sondern wirklich blau, so wie er wirklich war. Und das hat mich sehr fasziniert. Man schafft fast in jeder Situation, egal ob die Sonne direkt reinballert, irgendwie ein Sonnenuntergang ist oder man nur einfach schöne Urlaubsbilder machen möchte, immer ein schön belichtetes Bild. Denn was mich beim iPhone X immer noch stört oder auch gestört hat, war, dass die Highlights meistens sehr ausgebrannt waren. Das sieht man zum Beispiel in diesem Bild und im Vergleich zu so einem Bild sieht man merklich, dass es einen Unterschied gibt. Auch der Porträtmodus hat sich wirklich verändert. Natürlich auch nur wieder durch die Software, denn die Telekamera hat sich ja nicht verändert. Aber sie kommt einfach viel mehr mit diesem digitalen Bokeh klar und errechnet auch automatisch Bokeh-Balls, was ich wirklich sehr cool finde. Das sieht auch nicht künstlich aus, wie es für mich noch bei dem iPhone X aussah. Das sieht mittlerweile wirklich sehr aus, als wäre es mit einer großen Kamera. Ich rede hier von einer Spiegelreflexkamera mit einem APC- bzw. Full-Frame-Sensor. Man kann bei den Aufnahmen von einem iPhone XS dann auch noch die Blende verstellen. Natürlich nur mit der Software, nicht in echt. Finde ich trotzdem ziemlich dope. Letztendlich sieht es ein bisschen komisch aus, wenn man auf Blende 1.4 geht. Aber zum Beispiel auf 4.5 sieht es wirklich sehr smooth aus. Das hat leider nicht ganz so gut bei dem iPhone X funktioniert. Hier aber letztendlich zum Glück richtig gut. Mich hat es sogar so krass überzeugt, dass man wirklich die Bilder verwenden kann für einen Instagram-Post und man nicht mehr erkennt, ob es mit einer Spiegelreflex bzw. DSLM fotografiert wurde oder mit einem Smartphone. Bei der Frontkamera hat sich auch nicht viel verändert. Natürlich wieder Smart HDR, was nur mit der Software gelöst wird, aber wie wir aus diesem Video lernen, Software ist King. Denn auch damit sehen Selfies einfach merklich besser aus, habe ich nicht erwartet. Trotzdem sehen sie nicht irgendwie 300% besser aus, sondern sind nur leichte Verbesserungen. Wenn man sich zum Beispiel selber filmen möchte mit dem iPhone, hat man damit auch schon wirklich gute Ergebnisse, wenn man zum Beispiel Instagram-Stories macht oder sonstiges. Kommen wir zu der nächsten Verbesserung im Vergleich zum iPhone X, und zwar die Low-Light-Fähigkeit. Und das ist ein Punkt, den ich wirklich unterschätzt hatte, weil das iPhone XS ist nochmal deutlich besser. Nicht nur wegen dem größeren Sensor, sondern auch wieder wegen der Software. Ich habe das Gefühl, dass einfach das Verhältnis zwischen Entrauschen und Schärfe generieren einfach viel besser geworden ist. Es sieht natürlicher aus. Natürlich, wenn man reinzoomt, sieht man dann manchmal so ein bisschen Pixelmatsch, aber meistens sieht es wirklich sehr angenehm aus und sind auf jeden Fall Verbesserungen. Und die Dynamic bei Lowlight ist auch um einiges besser geworden. Der Videomodus ist auch besser geworden, jetzt nicht so krass viel besser wie zum Beispiel der HDR-Modus, aber trotzdem besser. Dabei hat mir sehr gut gefallen, die Videostabilisierung, sie ist wirklich nochmal um einiges besser als beim iPhone X. Mit beiden Kameras kann man 4K 60 FPS filmen, finde ich nice, weil ich es wirklich sehr gerne nutze. Zum Beispiel kann man da noch einen
kleinen Slow-Motion-Effekt machen bei 4K. Es gibt immer noch Slow-Motion mit 240 Bildern die Sekunde. Ich hätte es mir irgendwie gewünscht, dass sowas wie 960 Bildern die Sekunde kommt, wie zum Beispiel beim Sony Xperia XZ3. Finde ich schade, ist jetzt aber nicht so ein Punkt, wo ich sage, okay, deswegen kaufe ich mir das Handy nicht. Alles klar, kommen wir zum Fazit. Für wen lohnt sich jetzt letztendlich das iPhone XS bzw. iPhone XS Max im Vergleich zum iPhone X? Ich denke, für Leute, die wirklich viel mit dem Smartphone fotografieren, gerade für Instagram oder beruflich einfach Instagram, YouTube oder Facebook machen, für die lohnt sich sowas wirklich. Nicht nur beim iPhone XS Max wegen dem größeren Display, sondern einfach wegen der größeren bzw. besseren Kamera und Sensor. Es ist für mich die beste Kamera aktuell im Smartphone-Markt, auch wenn ich mich da natürlich weit aus dem Fenster hinauslehne, weil zum Beispiel das Pixel 3 ja erst bald released wird, trotzdem aktuell für mich die beste Smartphone-Kamera. Wer zum Beispiel vom iPhone 7, 6 oder vielleicht auch 5 kommt, für den lohnt sich auf jeden Fall das Upgrade. Wer aber vom iPhone 8 Plus oder X kommt, für den ist es ein bisschen fraglich, nur wegen der Kamera abzugraden. Wer aber noch mehr über die beiden Smartphones im direkten Vergleich wissen möchte, der guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung oder hier oben. Da hat nämlich mein Freund und Kollege Jonas vom YouTube-Kanal TechnikLike ein Video zu den beiden wirklich im Detail gemacht, wo er nicht nur die Kameras verglichen hat, sondern auch die Hardware und Software. Also guckt da einfach mal vorbei und lasst ein Abo da. Er hat es auf jeden Fall verdient. Alles klar, das war's mit diesem Video. Es war mir wie immer eine Ehre. Ihr wisst es. Macht's gut. Ciao.